Das süffige Ismaninger. Wo Ismaninger? Angefangen hat's mit einer Schnapsidee. Genauer gesagt mit einer Bieridee. Die Idee zu unserem Ismaninger Bier, die ist uns 2015 am Heiligabend gekommen im Feuerwehrhaus beim Weißwurstessen, wie wir zusammengesessen sind. Haben uns gedacht, eigens Bier in Ismaning, das war einmal eine Sache. Gesagt, getan. 11 Ismaninger Bierenthusiasten haben eine Brauereigenossenschaft gegründet. Jeder aus der Gemeinde kann mitmachen. Bald 500 Bürger haben schon Anteilscheine gezeichnet. Der Polizist, der Krautbauer, die Ingenieurin und der Bürgermeister natürlich. Wir haben eine wunderbare Ortsgemeinschaft, da rührt sich was. Wir haben über 80 Vereine, da wird viel gefeiert und da hat ihm einfach noch das eigene Bier gefehlt. Was den Ismaningern aber bis jetzt noch zu ihrem vollkommenen Bierglück fehlt, ist eine eigene Brauerei. Vorläufig lassen sie ihren Gerstensaft im Herzen der Hallertau, in Au, brauen. Dort in der Schlossbrauerei ist Stefan Ebensberger seit 30 Jahren Braumeister und er hat jetzt erstmal den Ismaningern ihr Bier gebraut. 120 Hektoliter Ismaninger. Ja, ich bin der Breier aus Leidenschaft und ich mag einfach gerne neue Biere ausprobieren und einen neuen Bierstil. Der Bräu hat extra eine kleinere Menge für die bierbegeisterten Idealisten gebraut, genau nach deren Vorgaben. Ismaninger Genossenschaftsmitglied Fritz Briem ist Brauwissenschaftler. Von ihm stammt das Rezept. Die Hauptidee war, ein sehr ursprüngliches Bier herzustellen. Also kein Bier, das letztendlich als Konserve im Regal stehen soll, sondern sehr schnell getrunken wird. In zwei Wirtshäusern am Ort, wie hier beim Neuwirt, ist man am Stammtisch schon kräftig beim Probieren. Prost, auf Ismaninger. Wie schmeckt's denn? Ja, gut halt. Einfach gut. Ein frisch, süffiges, schönes Bier. Unfiltriert, leicht herb, einfach süffig. Sehr würzig, sehr leicht, aber auch schmeckt einfach. Nicht nur frisch gezapft, auch in der Flasche wird der regionale Gerstensaft angeboten. Im örtlichen Getränkemarkt waren innerhalb der ersten zwei Tage schon 200 Tragerl weg, ausverkauft. Aber Christian Dobmeier ist schon wieder nach Au gefahren und hat Nachschub geordert. Eine eigene Brauerei, das ist die nächste Bieridee der Ismaninger.